Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Springen oder nicht springen? Scheiße. Ja, wo bist du denn sonst hin? Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Möglicherweise direkt in die Hölle. Ja, du hast halt keine. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Ja, sehe ich auch so. Du hast keine Wahl. Ich habe sowieso keine Wahl. Es gibt keinen anderen Ausweg. Okay, dann runter. Okay. Runter. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Wir sind schon sehr erfolgreich durch Glasscheibe. Auch wenn seine Knie tun mir so leid. Ich habe auch gerade so einen richtig blauen Fleck am rechten Unterschenkel, weil ich mir die Haut schon viel draufgehauen habe. Muss ich loslassen? Wee, Rutschi! Jetzt mitten ins Verderben. Oh, er tut mir gerade so leid. Vor allem stell mal vor, das Rohr wird auf einmal eng und dann verkantet er sich und bleibt stecken und kommt dann nie wieder raus. Und irgendwann in 20 Jahren, wenn man die Fabrik abreißt. Ich dachte, wir fliegen jetzt mitten in den Strom. Ach du heilige Scheiße. Habe ich schon mal gesagt, dass Strom nicht gut ist? Strom und Menschen? Alter, wie soll ich jetzt auch noch A drücken? Die Menschen, die das Spiel programmiert haben, denken auch, dass man irgendwie an jeder Hand 6 Finger hat. Okay. Okay, wir müssen irgendwie... Okay, da kommen wir schon mal nicht durch. Ah, hier, da zum Beispiel bei den einen, da kommen wir, glaube ich, gut durch. Okay, es gibt praktisch welche, die wohl keine Funken haben. Okay, wir schauen einfach immer, wo wir durch können und hoffentlich... Also wenn wir in so ein blaues Ding da reingeraten, sind wir instant tot. Aber safe. Bitte berühre keins dieser blauen Dinger. Das geht nicht gut aus, Bro. Okay, warte mal. Wir haben jetzt Zeit, weil wer soll denn noch was anderes machen? Okay, da gibt es blaue Funken. Blaue Funken wollen wir genau nicht haben. Gibt es hier blaue Funken? Ich glaube, hier gibt es keine blauen Funken. Dann können wir doch da durchgehen. Gut, dass so ein paar von diesen Transistoren da kaputt sind. Das finde ich super. Also trotzdem berühren würde ich die nicht. Alter. Okay. Also von so einem blauen Ding geschlagen zu werden, ist halt dann schon tot. Wo sind wir jetzt? Wo genau sind wir? Ich muss mal ganz kurz das Ganze überblicken. Warte mal, seht ihr im Stream meinen Mauszeiger? Also mein Plan ist es. Also wir könnten jetzt gerade geradeaus durchgehen. Es gibt halt auch immer die anderen. Also hier vorne gibt es ja zum Beispiel einen, wo der ist. Und dann könnte man da in... Ja, da geht es aber auch rein. Aber da vorne ist dann wieder ein. Kann ich ja irgendwie meine Sichtweise ändern? Okay, hier kommen wir auf jeden Fall durch. Komm, wir steigen da jetzt einfach mal durch. Ich habe da, glaube ich, einen Plan. Wir machen das langsam, geordnet und vorsichtig und schauen, wo der Y-Knopf ist, bevor wir aus Versehen auf X drücken, weil ich wieder sehr viel Nintendo gespielt habe. Nintendo hat leider andere Tasten als Xbox und verwirrt mich dann immer. Okay, da rechts gehen wir nicht durch. Oh, ich müsste eigentlich das nächste, glaube ich. Wie ist denn die Sicht? Okay, ja, da können wir durch, da passiert weniger... Gibt's nicht diese Überspannungsdinger? LT! Alter, du schiebst dich einfach unten durch. Du bist krass, Bro. Ich würde halt die Leitung trotzdem nicht, auch wenn da gerade keine. Der macht Limbo auf einem anderen Level, Leute. So, und ich glaube, jetzt steht er genau vor dem, wo ich wollte, weil hier gibt's auch nichts. B. Okay, RB. Komm, ich hoffe, wir haben das bald. Jetzt kommt wieder irgendeine unmögliche Kasse. LB. Alter, mit dem Kopf auch. Okay. Okay. Okay, jetzt sind wir hier. Hier ist eine schlechte Idee. Wir müssen an den rechts davon. Ist da was? Nee, da können wir doch. Da können wir eine Runde Limbo tanzen.
Okay, ich drücke einmal den Knopf. Du sollst da. Achso, ich muss RB. Ich verwechsel natürlich rechts und links halt auch. Das ist halt nicht positiv. Roll, bleiben, wir schaffen das, wir schaffen das. Isan, wir bekommen dich da durch. Wir retten dich. Und deinen Sohn. Den wir Chasen schon nicht retten konnten, retten wir. Oh. Kap Show, diese. Okay, hier, da geht ja nichts durch, oder? Nee, und dann geradeaus auch nicht. Weil da kommt jetzt Überraschung. Okay. LB? Oh, war da irgendwas? Oh, ich will halt auch nicht, dass er sich verletzt. Komm einmal unten durch. Ah. Alter, vier Tasten gleichzeitig. Soll ich vielleicht noch gleichzeitig irgendwie noch was Schönes drücken? Ja, wir haben es fast. Komm. Jetzt, wir haben, glaube ich, jetzt noch einen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann haben wir das. Dann sind wir hier durch. Aber hier vorne ist ja nichts, was durchfliegt. Nee. Nee, da ist nichts. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Ich habe immer Angst, mich zu irren. Es wird jetzt richtig bekackt, schnell A drücken zu müssen. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Er steht da. Ich drücke doch beides. Ja, B und B. Ach so, er war, wollte da durchspringen. Okay, da ist der Schmetterling. Okay, wir haben einen Chip. Wir haben einen Chip, Leute. Wir haben es geschafft. Alter, aber ich würde sagen, ziemlich erfolgreich. Also ich glaube, wir haben jetzt nicht komplett verkackt. Oh nein, Alter, der ist echt kurz vor dem Saufen. Alter. Ja, damit haben wir schon 3 weitere Buchstaben. Und jetzt muss er erstmal wieder da rauskommen. Ich hoffe, ich muss nicht den Rückweg machen. Okay. Alter, das wird echt spannend. Okay, wir sind Madison. Haben wir ja letztes Mal rausgefunden, wie sie heißt. Okay, das Wasser steigt. Hey. Nicht gut. Gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich bin so froh, dass wir es geschafft haben, da rauszukommen. Alter, war das jetzt ein Erlebnis. Sie chillt jetzt und jetzt kommt wieder so ein verletzter Heini an. Nein, seine Tür ist offen. Okay, schauen wir rein. Oh mein Gott. Oh. Ist er tot? Okay. Y? Schnell Y drücken. Ey, sie tut mir halt echt ein bisschen leid, dass die irgendwie ihn so hilft, sagt so, ey, mach nichts Schlimmes. Und dann kommt sie wieder und dann, liegt er halb tot am Boden. Oh, sie tut mir echt leid. Lebt er noch? Ich meine, also eigentlich müsste sie ihn ja bis darauf, dass es ihm ja vorher schon nicht gut ging und er sich jetzt ein bisschen die Knie aufgeschoben hat, müsste es ihm ja ganz Ethan, gut gehen. Hören Sie mich? Oder kann ich ihn drehen? Vielleicht stabile Seitenlage, das wäre doch eine Idee, oder? Hier mal erste Hilfekenntnisse anwenden. Hat er da was? Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen.
Okay, an den Unterarm hat er jetzt halt eigentlich nicht mal so starke Verletzungen. Am Oberkörper hat er jetzt, glaube ich, gar nichts, soweit ich das sehen kann. Was hat sie dann? Sie haben sehr hohes Fieber. Fieber? Okay, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was in diesen Glasscherben da drin war. Vielleicht waren die ja mit irgendwas schlimm durchdrungen. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Okay, also wir brauchen Fiebermittel und Desinfektionsding. Und vielleicht ein paar Schmerzmittel. Hey, der stirbt ja, glaube ich, wirklich direkt vor. Ja, wir nehmen alles. Ja, die nimmt einfach mal alles. Alter. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für sie tun kann. Okay, wir fangen mal an hier vielleicht mit Desinfektionsmittel, oder? Es ist einfach, dass sich das jetzt nicht auch noch entzündet, weil es hält ja nur länger was davon. So bleiben im schlimmsten Fall ein paar Narben. Tut mir leid. Ich bin vorsichtig. Oh Gott, ich muss das mit der Maus machen. Okay. Ich habe alles desinfiziert. Okay, dann wahrscheinlich nur das Fiebermittel, oder? Medikamente? Y. Fieber muss weg. Hat er sich auch irgendwo verbrannt? Also ich meine, ich glaube, er ist nicht mit dem Strom in Berührung gekommen, aber vielleicht. Vielleicht haben wir das nicht mitgekriegt, dass er irgendwo mit dem Strom in Berührung gekommen ist. Sorry, wie blöd. Ich habe Brandsalbe auf die Schnitte getan. Oh. Hä? Ich dachte, wir müssen halt... Die hat sich halt auch verbrannt, aber okay, dann hat sie das einfach nur so mitgenommen. Alter, hier einmal so rundherum rollen. Alter, ich muss das jetzt echt dauerhaft machen, ohne dass mir das angezeigt wird. Immer hier schön im Kreis rollen. Immer schön im Kreis rollen. Immer schön im Kreis rollen. Immer schön im Kreis rollen. Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Alter. Ja, aber die Frau, die ist ja langweilig. Die hat ein Schlafproblem. Deswegen pennt die lieber in irgendeinem dreckigen Hotel. Der Schuhkarton neben ihr. Interessiert sie nicht, oder? Alter. Alter. Aber er bewegt sich ja. Das heißt, er ist nicht tot. Also im besten Fall geht es ihm gleich besser. Hoffen wir mal. Also jetzt halt mal ganz ehrlich, um hier mitzuhalten. Seine Verletzung im Kopf sieht man nicht mehr. Schon besser. Das heißt ja nur noch, dass ich an den Arm. Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie denn Samariter?
Sie kennen mich nicht mal. Sie haben mir ja keine Wahl gelassen. Oder hätte ich sie so liegen lassen sollen? Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Bart? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Oh. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Sie führen ein gefährliches Leben. Oh ja. Aber auch erst seit gestern. Nicht aus freien Stücken. Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden oder irgend sowas in der Art? Aha. Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Okay. Okay. Dann geh mal. Ich gehe dann. Viel Glück. Okay, dann machen wir an dieser Stelle auch einen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Heavy Rain. Bis dahin. Bye.